meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zum LS22 auf meiner M-Creed-Karte. So, wir haben immer noch den 1. September und das Feld ist inzwischen von der Sockumhülse befreit. Ich habe jetzt da so eine Stoppeln drauf. Ich vermute mal, ich hatte mich mal hier eingelesen. Ich vermute mal, dass ich jetzt einen Mulcher brauche. So, jetzt habe ich mir überlegt, für dieses eine Feld. Ja, werde ich mir nur einen leihen. Und wisst ihr, was mir noch aufgefallen ist? Ich habe hier einen Geheimweg. Guckt mal. Ha, gehört auch noch zu mir. Und ich habe noch eine Kleinigkeit verändert. Und zwar habe ich das hier mal ein bisschen erweitert hier, ne? Mit keine Ahnung was für einen Bohnen. Und hier habe ich ein bisschen Kies gemacht. Ich finde den Kies so klasse. Und jetzt kommt das Schönste. Guckt mal, ein Zaun. Ja, Mann. Ich habe die Mod im Übrigen hier installiert, womit ich überall malen und bauen kann wohl. Ja, deshalb geht mein Zaun genau bis hierhin, ne? Da. Genau, die Lücke konnte ich leider nicht schließen, weil das hat dann irgendwie Zicken gemacht. Und es geht dann bis da. Das heißt also, ich glaube, das gehört alles noch zu mir, ne? Ist das nicht cool? So, jetzt wollte ich mit euch... Genau, den Mulcher holen. Ne? Ich werde ihn aber, wie gesagt, nur mieten. Ich muss unbedingt... Ja, das ist auch so eine Sache. Mein Fuhrpark, ne? Was ja hier steht. Ich brauche unbedingt wieder so einen Maschinen-Dingsen-Bumsen. Aber das Ding ist, ich muss erstmal warten, bis mein Rapsfeld fertig ist. Ne? Also, bis ich das abgeerntet habe. Und dann erst kann ich das Feld... Na, ihr wisst schon, das fällt ihm dann, ne, für meine Bauten und so benutzen. Okay, Mulcher, Mulcher, da ist er. Mulcher. 1,4 Meter, wie weit soll ich denn damit kommen? Dalbo, ich wollte Diablo sagen gerade. 5,8 Meter hat der Reichweite, 150 PS, und was ist mit dir? Oh, 6 Meter mit 200 PS. Mein Traktor kann mehr als 200 PS. Gut, dann nehme ich den. Werde ihn mir mieten, weil ich brauche den nur einmal. Für 1,3, ja. Ja, ist okay, ist okay. Und der hat auch kein Gelenk, ne? Das ist für mich, glaube ich, ganz gut. So. Oh Gott, heute wird Fanny das erste Mal mulchen. Da steht er, ne? Ja, da steht er. So. Okay. Ich muss auch unbedingt mal hier meine Paletten hier, ne? Die Düngersachen uns immer wegbringen hier. Keine Ahnung. Oh, du bist aber ein heißes Teil. Wenn du mir gefällst, kaufe ich dich. Hoppala. Ach, Mist. Ich brauche unbedingt mein Hochdruckreiniger. So. Oha, Leute, oha. Das wird ein Akt. Ich hoffe, ich krieg das gut hin. Oh Gott, komme ich jetzt überhaupt hier durch? Oh, das ist ja eine knappe Kiste. Ups. Da hat die Fanny was nicht bedacht, ne? Beim Bau. Warum fahre ich überhaupt schief? Weil ich hier hänge, ne? Oh nein. Hat die Fanny hier Mist gebaut. Guck mal, ich komme hier gar nicht... Okay, ich komme hier nicht mal mit meinen Geräten durch. Alles klar, da muss ich das leider hier doch wieder... Oh scheiße, ich hänge fest. Ich hänge fest. Oh nein. Schade, hätte ja klappen können, ne? Gut, das habe ich jetzt tatsächlich nicht bedacht, dass ich ja damit dann gar nicht mehr hochkomme, verdammt. Okay, komme ich hier jetzt irgendwie durch? Oh, das ist bitter. Das ist so bitter. Aber gut, ich kann ja auch diese Schleichwege... Huch, ich kann ja auch diese Schleichwege... Ah! Ich kann ja auch diese Schleichwege nehmen hier. Vorausgesetzt, meine ganzen Geräte stehen nicht im Weg. Ja, das ist jetzt der Nachteil, ne? Weil... Ach Mann, ich hätte, glaube ich, das Feld nicht hier
ansehen dürfen. Boah. Oh, shit, ey. Wie gut, dass ich keine Fruchtzerstörung, dass ich die Fruchtzerstörung ausgestellt habe. Meine Güte. So. Ich muss mich auch langsam beeilen, denn die, ich will ja, wie gesagt, das Feld ja hier auch noch bestellen. Ne? So heißt das ja in Fachjargon. So, okay, jetzt brauche ich ja die Hilfe. Mulcher anschalten, Mulcher zuklappen, Mulcher senken. Wieso zuklappen? Ah, der war aufgeklappt. Ja, so wäre ich durchgekommen. Ach Mann. Okay, gut zu wissen. Ach shit, ey. Ich dachte, der wäre zugeklappt. Ich dachte, es geht jetzt noch weiter auf. Oh Gott. Okay, also B. Anschalten. Okay. Okay, das Teil gefällt mir. Ich mag ja alle Geräte, ne, die keine Gelenke haben. Ich weiß nicht, wie man das nennt in Wirklichkeit, ne? Diese typischen. Oh. Komm mal wieder zurück, Fanny. Das müsst ihr hier noch mitnehmen. Hier, ne, wie bei den Anhängern und so. Weil ich habe damit echt arge Schwierigkeiten. So, dann mache ich das jetzt mal ein auf diesen Weg. Wow, ich werde wieder schief. Ich werde wieder schief. Oh Gott. Ein Moment. Oh Gott. Okay. Ja, ich glaube, das Mulch ist auch nicht meins. Warum habe ich immer so eine Probleme mit solchen Geräten? Ich gehe mal ein bisschen mehr nach da, Leute. So. Dann mache ich das so. Das Mulchen dient doch jetzt dazu, dass es jetzt, ich weiß nicht, ob ich damit richtig liege, das wird doch jetzt in den Boden gearbeitet, ne? Und somit kriege ich mehr, oh, was, warum bin ich immer so schief? Und dadurch kriege ich ja mehr Ertragsbonus, richtig? So, Fanny, jetzt bleibst du so. Aber ich mache auch nichts, aber trotzdem werde ich schief. Oh Mann. Geht bloß weg, Vögel. So. Wow, ich habe gleich die erste Bahn. Mein Gott, bin ich gut. Ich bin so gut. Oh Mann, ihr lacht euch alle schief, ich weiß. Ach so, und dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken für eure Kommentare in Bezug auf die Heuballenpressung, die ich da hatte, ne, in der Einfolge. Ich produziere ja vor, deshalb kann ich ja nicht wirklich drauf reagieren sofort, ne? Aber es ist interessant zu wissen, dass man bei Holz, bei Stroh keine Folie wickeln kann, ne? Dass es nur bei Gras halt, ups, was war das jetzt? Dass nur bei Gras jetzt eben nur die Silage gemacht werden kann. Jetzt frage ich mich aber, und bitte lacht mich jetzt nicht aus, ich weiß überhaupt nicht, was eine Silage ist. Wozu dient die? Gärt die dann? Ist es so eine Gärung oder irgendwas? Oder? Ich verstehe es nicht. Oh Mann. Kommen wir nochmal zurück. Ja, wie gesagt, ich habe ja von solchen Arbeiten überhaupt keine. Warum fahre ich denn so langsam, ey? Ich habe absolut keine Ahnung von diesen Dingen. Aber ich lerne ja gerne dazu. Ne? Ich will ja schließlich nicht dumm sterben. Ah, das sieht schon irgendwie cool aus.
Der Hexe das sozusagen richtig, ne? Oh, jetzt habe ich die wieder in der Bahn. Ach, immer weil ich schief werde, ne? Aber zurückfahren ist echt schwierig, ne, mit dem Teil. Naja, ich sollte es auch anheben. Klappt das auf jeden Fall einfacher. Fanny ist gerade ein bisschen faul. So. Aha. Wartet, ich heb das jetzt an. Verdammt. Ich will es ja ordentlich machen, nicht wahr? Nachher heißt die Unfallstelle ist nicht gemulcht oder so. Aber ich scheine das richtig zu machen. Also, ne, gemulcht ist richtig hier an dieser Stelle. So. Was passiert eigentlich? Ach nee, ich habe ja Fruchtzerstörung aus. Kannst du mal zurückfahren, Fanny? Ich wollte gerade fragen, was passiert eigentlich, wenn ich damit aus Versehen auf mein Rapsfeld gehe, aber ich habe ja Fruchtzerstörung aus. Von daher durfte ja nichts passieren. Ne? Ich mache jetzt ein bisschen mit Versatz, ja, damit ich halt hier irgendwie alles mitnehme. Fanny beim Mulchen. Ah, guck mal, ich werde wieder schief. Why? Guck mal, jetzt nehme ich wieder nicht alles mit, ne? Ja, seht ihr? Seht ihr? Warum ist das so? Das ist voll anstrengend. Muss ich ja noch mehr Versatz nehmen, auf jeden Fall. Guck mal, seht ihr? Das nehme ich jetzt auch wieder nicht mit. Gar nicht so einfach, Feldarbeit. So, ich möchte ja auch ganz gerne wieder in Sachen Bäckerei produzieren wollen, ne? Wobei ich das ja bisher noch nicht gemacht habe im Großen und Ganzen. Aber ich würde gerne in diese Produktion einsteigen wollen, weil es für mich erstmal natürlich die einfachste Variante ist, Brot zu produzieren. Wie meint ihr, wäre das schön? Sollte ich mir die Mühle kaufen und dann hier auf meinen Hof stellen? Oder sollte ich die Getreidemühle eher da kaufen, wo sie schon steht auf dieser Karte? Wie würdet ihr das denn machen? Schreibt mir das mal bitte in die Kommentare, weil ich weiß tatsächlich nicht, was ich machen soll. Stelle ich mir die Produktion hierher? Oder mache ich das so wie auf der Orbelor-Karte? Wartet mal, ich fahre noch mal ein bisschen nach da. Nein, nicht vorwärts. So, genau. So, ich brauche jetzt ein bisschen mehr Versatz. Ja, jetzt weiß ich wieder nicht, wo ich stehen geblieben bin. Weil, ich weiß nicht, verschandelt es denn nicht irgendwie das Aussehen dann des Hofes? Wenn man hier zig Gebäude stehen hat? Weil irgendwann will ich ja auch mal auf Kuchen gehen. Und dann bräuchte ich ja auch eine Zuckerfabrik, dann bräuchte ich noch eine Molkerei, dann bräuchte ich noch das, dann bräuchte ich noch das, um alleine halt den Kuchen herstellen zu können. Und das soll ich alles hier auf mein Grundstück stellen? Ich weiß es nicht. Wie würdet ihr das denn machen? Oder wie habt ihr das gemacht? So, jetzt, ja, das nehme ich jetzt hier nicht mit. Das ist klar, das mache ich später. Ist jetzt egal. Ich will jetzt erstmal hier gerade bleiben, sonst komme ich ja hier nie auf den grünen Zweig. Also, ich fahre aber gerade. Das ist voll ärgerlich. Guckt euch das mal an, was ich hier für Shit verzapfe. Naja, so, pass mal auf, dann fahre ich jetzt nochmal die Bahn hier.
weil so geht das ja nun mal gar nicht. Guckt euch das mal an, wie schlimm das aussieht. Und was ich definitiv auch machen werde, sind, mir einen Pferdestall zu legen. Ich weiß, das ist Luxus. Und ich weiß, dass man die Pferde trainieren muss. Das wurde mir inzwischen schon alles verraten. Aber ich bin eine Frau, ich bin ein Mädchen. Und Mädchen lieben Pferde. Ja, das müsst ihr einfach verstehen. Ach ja, Pferde, sehr schön. Definitiv. So. Jetzt, komm, nimm mal das da oben mit, wenn du schon dabei bist, Fanny. Ich wollte jetzt eigentlich vom Pferd runterfahren. So. Obwohl, dann könnte ich ja eigentlich noch den Rand hier mitnehmen, ne? Guck mal. So. Genau, weil ich wollte dann natürlich wieder die nächste Bahn nehmen, ne? Aber ich mache erstmal das hier noch schön platt. Sag mal, mulch ich auch gerade meinen Rasen? Kann das mal sein? Ich glaube ja, ne? Die Textur, die verändert sich irgendwie so ein bisschen. Ups. Ich habe, glaube ich, jetzt meinen Rasen gemulcht. Oh oh. Ja, stimmt. Guck mal. Hier am Rand ist es ja auch weg. Oh Gott. Worauf man alles achten muss, ne? Nee. Ja, Rasenmähen ist auch so eine Sache, was ich auch total gerne mache, glaube ich. Ich habe es zwar noch nie gemacht, aber ich würde es gerne machen. Und das käme ja dann auch mein Pferden zugute. Ne? Weil die fressen ja Heu unter anderem. Und jetzt ist auch die Frage, ich habe ja diese gemoddete Ballenmaschine, um Gras Ballensilage zu machen, nicht wahr? Jetzt habe ich hier schon wieder einen Streifen. Jetzt ist die Frage, brauche ich jetzt nur noch einen Mäher, um den dann vorne am Traktor ranzumachen und dann kommen automatisch die Ballen? Oder muss ich da noch irgendwelche Geräte dazu haben? Wisst ihr, was ich meine? Weil ich habe ja Gras noch nie gemäht. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Oh Gott, ihr merkt schon, ne? Ich bin völlig, völlig lost. So. Oh nein, 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 nein. Dieses Stück musst du noch mitnehmen, Fanny. So ist brav. Oh, voilà. Dadurch, dass es hier so bergab geht, rolle ich ganz schön schon nach vorne. Warte mal, ich. So, jetzt nehme ich so viel Versatz. Okay, los geht's. Ich weiß nicht, wollt ihr auch immer komplett sehen, wie ich irgendwas ernte und mulche und flüge und so? Oder soll ich lieber doch einen Schnitt reinmachen zwischendurch und dann halt wieder sozusagen da anfangen, wo ich, wenn ich fertig bin? Also, ne? Zusammenschneiden. Also der Beginn der Folge sozusagen mit dem, was ich angefangen habe zu tun, damit ihr ein bisschen seht, was ich da tue. Und dann mache ich einen Schnitt rein und dann schalte ich euch wieder dazu, wenn ich sozusagen das Feld fertig habe. Wollt ihr das so haben oder wollt ihr komplett alles sehen? Mir ist es nämlich egal. So. Aber guck mal, ich fahre gerade.
bin ich der Meinung. Aber irgendwie werde ich trotzdem schief. Verstehe, wer will. So, ich habe auch immer so eine FPS zwischen... Ja, guck mal. Das ist echt zum Heulen. FPS bis zu 50. Ja. Also eigentlich ist es relativ stabil. So, jetzt fahre ich noch diese Bahn hier. Einmal runter. Ich glaube, jetzt habe ich alles, ne? Guck mal, selbst zurückfahren kann ich gerade. Aber warum schaffe ich es mit dem Motor nicht? So, meine Nase hat gerade gejuckt. Okay, hoppala. Jetzt mache ich so ein... Jetzt mulche ich eigentlich nur die Hälfte, ne? Pro Arbeitsweg hier, Arbeitsgang. Nein, nicht zurückfahren, Fanny. So musst du das machen. Okay, so, dann mulche ich jetzt das Feld weiter und werde dann die Folge auch beenden. Und in der nächsten Folge geht es dann sozusagen weiter mit dem fertig gemulchten Feld hier. Da muss ich, glaube ich, flügen, ne? Ah, nee, kalken. Kalken. Ich muss es zuerst kalken. Genau, kalken, da muss ich das flügen und dann muss ich das ansehen. Ja, so denke ich, ist die Reihenfolge. Und ansehen tue ich das dann, obwohl mich eigentlich Gras reizen würde, ne? Ah, jetzt lasse ich hier schon wieder eine Lücke. Schlimm. Also der Helfer kann es definitiv besser. Genau. So machen wir das. Ne? Also meine Lieben, ich danke euch. Das ist... Entschuldigt bitte. Aber bei mir muss alles seine Ordnung haben. Ah. Jede einzelne Stoppel muss weg. Genau, so machen wir das und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen, für eure Däumchen und für eure Kommentare. Ja, in der Regel produziere ich ja vor, ne, weil ich immer nie weiß, was kommt und so weiter, und selbst wenn ich krank bin, versuche ich am Rechner hier irgendwas zu bewerkstelligen, wenn auch nicht unbedingt gut, so wie in der letzten Folge, ne? Da war ich ja völlig verpeilt schon wieder. Aber ihr seid mir das halt nochmal wert, ne? Gut, okay. Dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder mit dem fertig gemulchten Feld hier. Und dann geht's weiter mit dem anderen Zeugs, ne? Was halt denn so ansteht. Vielen, vielen Dank. Bye, bye.